Okay, es geht weiter. Was hast du jetzt vor, Kakarot? Bist am Ende. Du bist am Ende. Wie konnte das passieren? Hast du da gesehen? Ball hochgeworfen, Affe. Hey! Er ist ein Monster. Ein Wehraffe. Ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn er Saiyajin zum Wehraffe wird, verzehnfacht seine Kraft. Verzehnfacht sich seine Kraft, so. Ich verstehe. Ich kann es nur nicht glauben. Ich habe so Großvater Son Gohan getötet. Das Monster, das erschien und den Ort zerstörte, das war ich. Das ist eine bittere Erfahrung. Verzeih mir, Großvater Son Gohan. Er ist zu stark. Ich muss vielleicht all meinen Ki einsetzen, um ihn zu besiegen. Wenn ich sterbe, verspreche ich, dich zu besuchen, Großvater. Es tut mir leid. Ja, das ist bitter. Hey, Yajirobe, du kleiner Fettsack. Wo ist deine Chipspackung? Wow, wer Affe? Was ist hier los? Wo kommt das Monster her? Das ist nicht von dieser Welt. Seine Rüstung. Ist das ein Saiyajin? Yajirobe, yay! Wie wär's mit einer Kostprobe der Genki-Dama der Erde? Okay, wenn du das machen willst. Hochgenommen. Okay, wenn du Genki-Dama zeigen willst, habe ich kein Problem. Ich zeige ihnen das dann. Oh. Hoho, wie gefällt dir das? Du kannst mir nicht entkommen. Du bist so riesig. Wie kannst du so schnell sein? Ach, du bist ja hartnäckig. Aber du bist am Limit, das weiß ich. Toll, und jetzt? Jetzt sollen wir es beenden, Kakarot. Selbst wenn du wieder erweckt bist, ist dein Planet bis dahin Geschichte. So schnell ging der Kampf. Ey, der sieht irgendwie pervers aus. Vor, zurück. Na toll, ich bin völlig erschöpft. Ich dachte nicht, dass er so stark sein würde. Es war aufregend, gegen niemanden so starken zu kämpfen. Ey, hast du Broly vergessen? Das war noch schlimmer. Aber ich hasse es, schon wieder zu versterben. Stirb! Okay, er sagt es, aber er macht nichts dagegen. Oder kommt die 10... Bams! In your face! Männer in die Fresse. Yay! Hey, das war meine letzte Kraft. Jetzt habe ich nicht mal die Kraft, in die Nase zu bohren. Das ist ein echt unnötiges Kommentar in dem letzten Moment. Aber egal. Bring es einfach zu Ende. Ach, du kleiner Kakarot! Sieh nur, was du mit meinem Gesicht gemacht hast. Ich zerbreche dich wie ein Ei. Jetzt kommt die Szene, wo er ihn auftrittet. Ah nein, zerquetscht. Wow. Ja, Jirobe. Yay. Oh nein, das ist nicht gut. Ich kann nichts tun. Er ist so gut wie tot. Es ist ja nicht so, dass ich nicht helfen will. Nur, ich kann nichts tun. Bitte hasse mich nicht, Son Goku. Du kannst was tun. Benutze dein Schwert, wie im Anime. Hahaha. Leide und stirb. Ich leide aber nicht. Los, Yajirobe. Son Goku steckt in Schwierigkeiten. Nicht gut. Es ist nicht gut. Hey, was geht ab? Wow. Was machst du denn hier? Oder? Yajirobe. Yay, Sensibon, wir alle. Yay. Hey, weißt du, wer das Monster ist? Es ist der Saiyajin. Din, 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 din. Ich weiß, wenn jemand seinen Schwanz abschneidet, dann wird er wieder normal. Seinen Schwanz? Yajirobe. Ja, hör zu. Du und Son Gohan geht von ran und erregt seine Aufmerksamkeit. Dann schleiche ich mich von hinten an und zerschneide ihm den Schwanz ab. Schneide ihm den Schwanz ab, aber zerschneiden geht auch. Schnell, Son Goku wird sterben. 4 Minuten sind vergangen. Und das ist da gerade der 59. Part. In Ordnung. Schaffe ich das mit 60? Seine Aufmerksamkeit erregen? Du machst wohl Witze. Ihr spinnt doch. Selbst wenn er wieder normal wird, ist er immer noch unglaublich stark. Greift ihn lieber an, anstatt zu reden. Greift ihn an. Los, greift ihn an. Papa, nicht sterben. Papa, nicht sterben. Son Goku hat fast kein Ki mehr. Das ist nicht gut. Er wird bald sterben. Und es tut mir leid, dass er immer diesen schwarzen Strich sieht. Ich weiß nicht, wo zum Teufel der herkommt, aber... Es tut mir leid. Das,
Da ist jemand. Wo sind sie? Hier drüben. Lass Papa in Ruhe. Na, so eine Überraschung. Überraschung, Kakarots Sohn. Bist du gekommen, um deinen Vater beim Sterben zuzusehen? Ob er nichts Besseres zu tun hätte. Sprintattacke. Ihr seht, dass Son Gohan schon übermäßig Schaden machen kann. Vollmondangriff und Destructo-Disc. Vielleicht stirbt er jetzt schon. Volle Wunderkraft. Die Fresse ist geil von den Affen. Ist er jetzt schon tot? Nein, er lebt noch. Digga. Sprint und Kettendetektor-Salve. Stirb jetzt, komm. Einfach mal sterben, komm. Einfach mal sterben. Und der letzte. Sprint. Wie viel Leben hat er denn? Ich weiß es nicht, aber jetzt sehen wir mal, nachdem ich gelevelt habe. Digga, lerne erstmal zielen. So. Oh. Ach scheiße, hab ich so schnell geklickt. Sogar als Monster ist er noch ruhig. Er ist keinen Moment unachtsam. Es war von Anfang an ein Fehler, mich herauszufordern. Oh nein, ich muss irgendwas tun. Hör auf, nicht durch. Was macht er denn jetzt? Yay, Schwanz abgeschnitten. Ja, Jirubi hat eigentlich mal eine Stelle im Spiel, die wichtig ist. Jetzt hau um dein Leben ab, Mann. Nein! Da war noch einer. Mein Schwanz. Din, din, din. Oh. Ja, Jirubi, hau ab. Ich bin draußen. Jetzt seid ihr auf euch gestellt. Verräter. Nein, er ist Zuschauer. Du hast es geschafft. Ja, Jirubi. Er ist wieder normal. Ihr Menschen wollt unbedingt sterben? Nein, aber wir müssen irgendwie kämpfen gegen dich. Das ist nicht unsere Schuld so. Was ist los? Das Monster. Das Monster. Dann werde ich euch helfen, Drecksplacke. Ach komm, was willst du dagegen? Ach, ich habe eine Idee. Höllenansturm und Rengeki. Sehen wir mal, was jetzt kommt von dir, Vegeta. Zeig doch mal. Komm, zeig mal, was du drauf warst, du kleiner Bastard. Ich glaube, er wird doch gleich sterben. Oh. Oh nein. Versuch bloß nicht, den großen Vegeta zu ärgern. So schnell ging der Kampf. Son Goku, wir schaffen es nicht. Er ist zu stark. Warum hast du Son Gohan nicht weggeschickt? Weil ich es nicht konnte. Das ist meine Chance, dir etwas zu geben, Krillin. Die ganze Energie, die ich gesammelt habe, oft aus der Erde, für eine Genki-Dama. Genki-Dama? Hey, was sagst du da? Was wolltest du mir geben? Einen Kuss auf die Wange. Eine Genki-Dama, sie enthält Energie von überall auf der Erde. Die Hälfte ist entflohen, aber in seiner jetzigen Verfassung könnte sie gegen ihn wirken. Was? Hast du etwas mit den Ohren oder was? Krillin, nimm meine Hand. Ich verstehe nicht, Son Goku. Manchmal verstehe ich diese Charaktere einfach nicht. Mach das einfach, was der Hauptcharakter euch sagt. Mit schnell. Einfach die Hand nehmen. Ihr sollt einfach nur deine Hand halten, ja? Ja, halte einfach seine Hand. Bitte. Etwa so? Aua, meine Hand. Ah! Oh. Ja, sagte doch. Deine Knochen sind gebrochen. Und er kann trotzdem seine Hände bewegen. Okay, mach dir keine Gedanken. Lass nur nicht los. Los jetzt. Los jetzt. Ich gebe sie dir. Nimm sie. Die Genki-Dama. Wow, was ist das? Du musst ihn damit treffen, Krillin. Ich kann keine mehr schaffen.
Pass auf, dass du ihn triffst. Ich verlasse mich auf dich. Okay, ich versuch's. Ich überlasse das mir. Okay. Jetzt noch einmal normal kämpfen. Super Schaden, Vegeta. Hey, wir freuen uns alle. Ich bin Vegeta. Schön, dass du uns das auch erzählst. Wir wären darauf echt nicht gekommen. Echt nicht. Nein, wir wären nicht drauf gekommen. Ah, ich treffe ihn nicht einmal. Egal, er bewegt sich so schnell. Blicke die Genki-Dama nicht an. Fühle seine böse Energie mit deinem Verstand. Wer ist das? Ich bin Meister Kaio, der Son Goku über die Genki-Dama unterrichtet hat. Dein nächster Move wird den gesamten Kampf beenden. Die Genki-Dama, die du trägst, enthält die Hoffnung aller Lebewesen auf diesem Planeten. Meister Kaio? Willst du deine Energie mit dem Verstand fühlen? Alles klar. Ja, triff mich. Los, Schlampe. Triff mich. Aua, yeah, yeah. Ich fühle mich so geil. Ich habe hier eine geile Idee. Komm. Oh, super. Sprint und Rengeki. Ladungssprint. Und weg. Boah, na los, fühle es. Fühle seine böse Aura. Hahaha, siehst du das, Kakarot? Das Leben deines erbärmlichen Sohnes endet hier. Ich hab ihn. Nimm das. Yay. Lenk sie am Son Gohan. Sie ist auf unserer Seite. Wirklich? Aber das ist in der nächsten Part. Yay.